Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Rambo und Shenzi. Und Mathilda. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Ja, uns ist aufgefallen, wir brauchen Fleisch. Es ist nämlich leider wieder das passiert, was eigentlich nicht so problematisch ist. Diese Krokodile. Der Server war irgendwie wieder nicht ausgeschaltet und das hat dazu geführt, dass unser ganzes Essen verdorben ist. Ja, leider. Abgesehen vom abgründigen Fleisch, das bereits gekocht war. Und hier sehen wir jetzt auch, wenn wir hier langlaufen, die Fackeln, die ich letztes Mal aufgestellt habe. Da bei mir ja die Aufnahme nur ein Standbild geliefert hat, habt ihr die ja letztes Mal gar nicht gesehen. Auch das Standbild haben sie nicht gesehen? Nö, das habe ich da nicht reingenommen. Aber ich habe ja reingeschrieben, dass es nur ein Standbild gab. Ja, hier diesen Aufgang leider keine Fackeln, weil der Boden ist zu schräg, da konnte ich keine Fackel auf. Okay. Erst an die, ja. An die Wände gingen auch nicht oder so? Ich habe Standfackeln gebaut und keine Scheibenfackeln. Okay. Hier oben sind wieder mehrere. Ja, Mathilda hat sich einen neuen Helm gemacht. Hattest du den letztes Mal auch schon? Nein, den habe ich mir ganz neu gemacht. Ich habe mir auch dann einen neuen gemacht. Mit kleinen Spitzen dran. Jetzt sehe ich gefährlich aus. Oh, ich habe gelbe Wimpern. Denn was niemand weiß... Ich bin He-Man. Du, 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 du. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Das ist ein Geheimnis, das darf keiner wissen. Dann darfst du das nicht jede dritte Folge erzählen. Okay, dann nicht. Ach, wenn ich jetzt diesen Brumbrum-Tempel sehe, dann möchte ich am liebsten gleich rein. Das können wir ja machen, nachdem wir Essen besorgt haben. Dann machen wir nicht den Abgrund, dann gehen wir als nächstes in den Brummbrunnen. Drin gibt es ja ein paar schöne Sachen. Ach. Dann können wir ja vielleicht auch hier Dingsen machen und tote Diener. Ja, aber du brauchst ja auch noch diesen... Ja, ich muss doch das Relikt des Abgrundes zerstören. Und ich glaube, da waren, glaube ich, auch ein, zwei gute Sklaven. Ja, da können wir dann auch, je nachdem wie die Folge ist, können wir auch nochmal in die Dings gehen, in die Höhle des Sünders. Kann man ja immer mal wieder reinschauen. Und genau, jetzt wollen wir halt wieder gutes Fleisch holen und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht auch einen kleinen Tiger finden. Einen kleinen Karsten. Ja, stimmt. Keine Ausdauer mehr. Wo ist ein Rambo? Ah, hinter mir. Guter Mann. Guter Rambo. Ach, diese scheiß Steinnasen, ey. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Nerven. Ja, die nerven wirklich. Oh, da ist er. Da sind ja ein paar hinter dir her. Das Schlimme ist, die sind dann gleich hinter mir her. Kann ich abkürzen. Ja, geht sogar. Hui! Ohohoho, das sieht aus, ey. Du Rudel Steinnasen hinter Mathilda. Dann musst du mir das vernünftig dir anschauen, dann kann ich das als Thumbnail nehmen. Ah. Nee, das sind auch schon... Haben aufgehört. Das haben sie aufgegeben. Na gut. Wir müssen ja nicht immer gegen diese Nasen kämpfen. Nö. Ich glaube, ich bin auch gerade... Aua! Nicht den klügsten Weg gelaufen. Nein. Man sollte meinen, dass man den Weg mittlerweile kennt. Ich will noch nicht kämpfen. Ich kämpfe noch früh genug. Ja,
ganz viel kämpfen wir noch. Läuft. Ja. Jetzt nicht häuten? Lass uns erstmal das dicke Zeug holen und wenn da noch Platz ist, können wir kommen hier nachher noch an denen vorbei. Also. Ja, bis dahin sind sie nur aufgelöst. Ja, dann sind wieder neue da. Naja, Rambo, töte deine Artgenossen. Oh, mir ist heiß. So oft, dass wir nicht sterben. So. Here we are again. Kommt man da vielleicht auf die Felskante? Okay, Rambo vielleicht nicht, aber... Ah. Ich glaube, ich rutsche immer wieder runter. Aber man kann auch von hier oben ganz wunderbar einen Elefanten erschießen. Oh, ich bin, glaube ich, zu schwer. Was tut denn? Hier auf der Kante. Ach, da! Können wir Kreuzfeuer nehmen? Ja, ich aber doch ein bisschen näher, weil so bin ich dann doch ein bisschen sehr weit weg. Gehe ich lieber auf diese Kante hier. Also, ich bin oben. Okay, ich auch. Ey, der ist ja ganz schön wendig. Schön ins Auge rein hier. Schön auf den, aufs Bein. Wir kämpfen ganz mutig. Oh. Oder aufs Polen. Ich würde sagen, dass du dann erst Fleisch erntest, bevor wir Haut ernten. Ja, gerade hier das Gute hier. Gute Yam-Yam-Fleisch. Ja, wir haben nämlich jetzt auch gesehen, dass wir mit dem Honig können wir richtig coole Sachen machen. So, Rambo. Oh, diesmal ist er gar nicht so weggeflogen, so brutal. Bleib mal da, Rambo. Ich komm gleich wieder. Shenzi hat sich voll feige aus dem Kampf rausgehalten. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Schade, dass man keine Pfeile wieder kriegt. Pfeile wären echt cool. Ja. Ich guck mal, wo das nächste Opfer ist, ne? Wollen wir es dann wieder hier töten, oder? Mama. Da, ich sehe einen. Also sonst kletter ich wieder hoch. Ja, kletter mal. Los, Shenzi, lauf! Ich sagte, Shenzi, lauf! Oh, ganz doof. Nein!
Heinrich hat zu viel gefrühstückt. Diese Insekten sind einfach zu schwer. Nee, geht einfach. Okay. Darauf sind ein paar Insekten. Oh, der hat gerade ein Männchen gemacht. Ach, du bist im Nahkampf? Ja. Oh, das geht doch ganz gut, mit oder? Mit Shenzis Hilfe geht das sehr gut. Oh, glaube ich, dann mache ich dir auch einen Nahkampf. So, komme ich runter. Spart doch einiges an Pfeilen. Hui. Ja, ich bin ja eh nicht so der Bogenschütze. Brave Shenzi, hast du fein gemacht. Brav. Lecker Fleisch. Rambo, alles gut. Sehr gut. Gucken wir mal. Wollen wir es wagen, den Löwen anzugreifen? Ah, der ist, glaube ich, verdammt schnell, oder? Wo ist denn der? Der liegt oben auf dem Königsfelsen. Das war bestimmt ein geiler Löwe, ah, oder meinst du, das ist ein normaler? Schon. Ah, stimmt, wenn das irgendwie so ein Bosslöwe ist, ist doof, da hast du recht. Aber da oben ist ein Tiger. Tiger? Den Tiger, den kriegen wir. Ich glaube auch, mit Rambo und Benzi oder Banshee. Da steht ein Typ. Hey! Hallo? Ist der nett? Bewacht? Oh! Peter! Peter! Hey! Wir folgen zu viele Leibeigene. Das ist aber beschissen. Toll. Kann man den Typen in Peter stecken? In den Rambo stecken? Warte mal ganz kurz. Nee, leider nicht. Aber gut, dann wissen wir jetzt, wo Peter ist. Okay. Was ist das für ein Typ? Wir wurden ja nicht schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, wo der sich rumtreibt, aber... Warte mal, mache ich gerade mal, kann ich nicht irgendein Fragezeichen auf der Karte machen? Hier, das Symbol für Peter. Aber Peter habe ich ganz woanders verloren. Das war hier irgendwo an, da bin ich hier oben runtergefallen. Ja, aber wenn das hier die letzte Stelle war, wo Peter bewacht hat, dann geht er ja dahin wieder zurück. Okay, Tiger oder Nashorn? Ha! Ich bin eher für Tiger. Okay, ich versuche mal ihn von hier zu treffen. Ich auch. Oh, jetzt toll, jetzt legt sich die Schlampe hin. Ey, Muschi, Muschi, Muschi! Muschi, Muschi, Muschi! Ha! Getroffen! Komm hier, kleine Muschi, Muschi! Ja, die läuft jetzt hin. Ja, die läuft hinten rum runter. Banzai! Oh, er kommt. Ist er unsichtbar? Nee, da ist er. Der ist jetzt zum Nashorn gelaufen. Ah. Oh, super. Kämpfen die beide gegeneinander. Rambo, drauf da. Fast Rambo. Ich weiß bloß nicht, welchen ich jetzt angreifen soll. Ich greife das Nashorn an. Das Nashorn fliegt wieder schön. So, ich hacke Nashorn. Okay, ich heute Tiger. Aber wir müssen doch irgendwo noch Baby-Tigerchen sein. Ja, vielleicht hier auf dem Hügel, wo das war. Gucken wir mal. Ich will ein Baby-Tiger. Ich auch, ich will einen Carsten. Keiner, aber dann sind noch ein paar. Doch, damals ein Tiger vorbeigelaufen, das gibt's doch nicht. Ja, ich glaube, die Tigerbabys waren am Königsfelsen. Okay. Aber ich glaube, der Obermacker, der könnte echt, Aber Rambo hat es ja, und Shenzi, oder wie sie sind. Ja, die haben das sehr souverän gemeistert. Finde ich auch. Hier, Kitty, 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 Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Auf so zu brüllen.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass einfach mal hier unten lang gehen, nicht, dass dann von hinten noch ein Tiger angreift. Einmal so um den Königsfelsen herum, ne? Da sind Tigerbabys! Ich sehe ein Tigerbaby! Ich hol mir ein Tigerbaby! Da sind zwei Tigerbabys! Bleib stehen! Ich hab das Tigerbaby! Und jetzt bin ich... ich hab den Tiger! Jetzt blute ich. Scheiße. Ja. Oh, da kommt jetzt auch noch ein Trötröt. Gegen Trötröt habe ich keinen Bock. Trötröt hat mich umgerannt und ich muss mich unbedingt heilen. Sonst bin ich gleich des Todes. Oh Gott, noch ein Trötröt. Das ist mir aber jetzt ein bisschen viel Trötröt. Ich sehe gerade gar nichts, zu dunkel. Oh Gott! Was ist noch ein Elefanten, Junge? Oh Gott! Okay, ich bin weg. Oh, ich muss weg. Ich muss was essen. Ich liege. 6. Und los, weg. Lass uns abbauen. Taktischer Rückzug. Wir haben unser Tigerjunges, wir haben Fleisch. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch hast du? Keine Ahnung, ich habe gerade keine Zeit ins Menü zu gucken. Versuche hier wegzukommen. Also im Dunkeln ist das blöd. Ich weiß nicht mal, ob Rambo hinter mir ist. Rambo ist da. Okay. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo du bist. Oh Gott, hier ist ein Tiger! Wo bist denn du? Wo ist denn, oh Gott? Nee, es ist kein Tiger. Oh Gott, Shenzi! Kämpft er jetzt gegen alle beide, oder was? Ja! Rambo, fass! Los, Rambo! Aber Shenzi hat den Tiger schon getötet. Los, Rambo, fass! Sei ein guter Rambo! Jetzt wird emporgestochen! Du kleines, dreckiges Vieh, du! Aua, was renne ich auch dahin, wo der seinen Kopf... Nee, bringt? Immer in den Po rein. So, kannst doch mal Fleisch holen. Ich hacke irgendwas, aber frag mich nicht was. So, achso. Wo ist denn der Tiger? Achso. Ja. Habe ich das andere Tigerbaby gekriegt? Nein, verdammt! Es ist entkommen! Wir haben nur einen Karsten. Möchtest du da nochmal hingehen? Ja, lass nochmal hingehen. Könnte jetzt natürlich sonst wohin gelaufen sein, das zweite Tiger. Kampfmusik. Oh. Schon wieder so ein Dreckstiger. Jetzt reicht's hier aber langsam. Können auch immer so gut aus der Falle, aus dem Hinter so halt angreifen, diese Viecher. Ja. Da oben ist auch ein Tiger. Ist das ein Tiger oder ist das ein Baby? Nee, ist ein Tiger, oder? Ich sehe es nicht, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Vor... Da oben ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Ja, nicht zu nah an dieser Klippe da. Da oben ist ein Tiger. Genau. Das ist kein... Und hier gegenüber, wo ich gerade stehe, ist auch ein Tigerchen. Oder ist er tot? Ich glaube, das ist der... Ist der Tote? Der liegt irgendwie. Der liegt irgendwie tot. Oh ja, den kannst du schlachten. Dann ist das Baby hier hinten lang gelaufen. Miezi? Wird es auf jeden Fall wieder. Miezi! Sei doch nicht so aggressiv. Du verscheuchst das Kleine. Das hat Angst. Wir haben gerade seine Eltern abgeschlachtet. Ja, nur weil die. Nee, da ist ein großer. Da ist ein großer, da will ich nicht hin. Nee, haben wir echt verloren. Schade. Oh nee, da ist auch ein großer. Na gut, dann müssen wir halt mit einem Tiger zurück. Ein Tiger ist besser als kein Tiger. Da vorne liegt auch noch ein. Ach so, ein Tiger, der gerade frisst. Das Nashorn.
Warte mal, kämpft der Elefant gleich gegen den Tiger? Das wäre ja auch nochmal cool. Nee, ja, die mögen sich. Schade. Ja, ein Tiger ist geil, zwei werden besser, aber gut. Okay. Hm. Hier, ich hab noch eine. Noch was für dich zum. Oh, exquisites Fleisch. Auch gut. Sehr schön. Also irgendwie. Das können wir mit Honig verfeinern. Ja? Irgendwie juckt es mir gerade so, dass ich keinen Tiger habe. Och, armer kleiner Heinrich. Ja. Wir kommen hier bestimmt noch mal her. Wir kriegen auch noch einen kleinen Tiger für dich. Naja, war gut. Boah, dann machen wir uns erstmal mit Baby Carsten auf dem Heimweg. Ja. War aber auch schon nicht ungefährlich. Nee. Gerade in der Dunkelheit, wenn du die Viecher nicht so siehst. Ja, und dann auf einmal die zwei Rüsseltiere, die ankamen. Das war schon. Ja. Nicht ohne. Hab ich überhaupt richtig? Ich glaube schon. Aber wie gesagt, mittlerweile kriegen. An den Hyänen vorbei oder. Ach, wir brauchen. Ach, kurz schlachten, ne? Die sind ja schnell drin. Auch ein Fell. Kommt mal her, ihr drei. Aber jetzt kommen wir durchrennen, glaube ich. Auf Krokodil habe ich keinen Bock. Außerdem bringen die nur Scheißfleisch. Ja. Kann ja an der schwarzen Hand vorbeilaufen. Nehmen wir nicht den gleichen Hinweg wie Rückweg. Trinkst du jetzt? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich drück da 10-mal rum, bis er endlich mal trinkt. Ich bin auch ziemlich voll, also ich hätte jetzt auch nicht mehr wirklich viel tragen können. Ja, geht bei mir. Aber ich würde sagen, so ein von diesem exotischen Fleisch oder von dem köstlichen Fleisch, was auch immer du da hast, packen wir in den Tierpferch, damit der Tiger richtig tolles Fleisch bekommt. Vielleicht wird er dann ein mächtiger Tiger. Arr. Okay. Was kann man mit dem Futter? Ja. Stimmt, das ist gut. Ja. Das haben uns auch, ich glaube, Ulrich und Carsten und Matt Mickey, unsere treuen Abonnenten, die haben uns da schon mehrfach was zu gesagt, dass wenn wir das und das den Tieren geben, dann steht die Chance, dass wir das in mächtiger Version bekommen. Hm. Ich glaube, beim Elefanten war es zum Beispiel die Rinde. Ach, Elefanten mögen Rinde? Elefanten mögen Rinde. Hm, gut zu wissen. Ich dachte, du liest die Kommentare. Ja. Ja, manchmal hilft es auch, wenn man sich merkt, was die so erzählen. Das ist richtig. Ich versuche es ja manchmal nebenbei auf der Arbeit, aber es klappt auch nicht immer. Oh, da ist noch ein ja, der bringt exotischer lecker. Fleischbringer. Den können wir gleich noch mitnehmen. Die Kio. Hello. Ups. So schlachte er drauf los. Ein Kudu-Kopf. Oh, meine Güte, wie viel bringt der denn? Alter. Krieg ja gut was raus. Haben wir noch einen? Nö, ne? Nö, gerade nicht. Wir sind nun. Ach doch, da vorne. Guck mal, da ist doch einer. Ja, ist jetzt gerade aufgespawnt.
Oh, da hat's bei mir gehakt. Ja. Ups, falsches Tier. Kudu tot. Ah. Ja, macht mal ihr zwei. Hacke den und aua. Aua. Danke, ihr zwei. Hat er irgendwas Interessantes ja, dabei? Ja, er hat ein Herz. Und grünes Färbemittel. Das kannst du behalten. Ich will nur das Herz. Weg da, weg da, weg da. Ich gehe ja schon. Ich nehme dein Herz. Rambo, Rambo, komm mal her. Nee, du bist so gut. Hier hast du ein paar Ärmchen verdient. Los, Rambo, komm. Ab nach Hause. Und zieh mal die ganzen Steinnasen hinter dir her. Naja. Ah. Tschüss, du Steinnase. Blau, 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 blau. Oh, die Steinnase verfolgt mich. Oh nein. Steinnase. Eine sehr interessante Version vom James Bond. Ja, fand ich auch. Ist ein schwebender Fall. Schön, kannst du ihn mitnehmen? Nee. It's magic. Okay. Ich bin mal auf unsere Kissentänzerin gespannt. Ja, ich auch. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe nachzugucken. Verdammt. Was denn? Ich wollte auch mal die eine Mod suchen, wo man diese Geländesachen verstellen kann, aber... Hm. Weil ich habe hier oben fast die Grundplatte gebaut. Die ist vielleicht nicht... geometrisch in Ordnung, aber es ist an der Grundplatte. Shenzi? Shenzi, wo bist du? Ich habe eigentlich nichts in meinen kleinen süßen Rambo gepackt. Also wir hätten eigentlich auch noch weiter killen können, aber der Tiger ja, muss nach Hause. Ja, aber das Fleisch fressen die ja. Ja, das, aber... Ach so, ja, genau. Also ein oder zwei von dem exotischen Fleisch oder von dem exquisiten Fleisch, welches auch immer, einmal bitte hier in den Futtertrupp. Warte, ich komme. Komm mal, komm mal. Dann soll ich die gegrillten Steaks rausnehmen und jo. Nur das Exquisite, ja? Ja, aber man muss ja nicht alles reinpacken. So ein Stück oder ein, zwei Stück reichen ja, glaube ich. Du musst das Shift drücken und dann rüberziehen. Nee, ich geb dir mehr. Damit er auch schön groß und stark wird. Der Carsten. So. Den Rest grille ich jetzt. Ach so, unsere zwei Krokodile habe ich Tick und Tack genannt. Sehe ich gerade. Tick und Tack. Was haben wir genau. Hier? Nix drin. Okay. Wohl, da könnte man ja das Fleisch aufbewahren, ne? Ja, das gekochte. Gekochte nur, ja genau. Dann mache ich das Katzenfell und das Hyänenfell mal zu normalem Fell, würde ich sagen. Yep, und ich mach mal hier das Feuer an, damit wir mal was zu futtern kriegen. Ja, und wir müssen hier irgendwie mal ein bisschen Zeug rausholen. Hier grobe Handwickel, die können wir auch wegwerfen. Grobe was?
Grobe Handwickel. Nee, die brauchst du, um einen besseren Handschuh herzustellen. Grobe Handwickel? Sicher, dass du nicht da die Fütterung brauchst? Ah, ich guck mal kurz selber. Dafür brauchst du mittleres Handschuhfutter. Grobe Handwickel sind die ersten, die du machen kannst. Ja, für leichte Rüstungen zum Beispiel. Danach brauchst du ja nicht mehr, oder? Ja gut, dann hau sie weg. Ja, Katze. Möchtest du auch was sagen? Ah, dann komm mal her. So, kleine Katze. Das ist ein Mikro. Ja. Kleines Baby, du. Ja. Jetzt ist die Kleine auf meinen Arm, aber ich brauche meinen Arm, Katze. Aha. Scheiße, sieht die Katze aber anders. Sie hat sich gerade jetzt so richtig schön an ihn rangekuschelt. Also so richtig so süß. Ja, aber ich kann jetzt schlecht spielen, Katze. Ich versuch's mal mit einer Hand. Oh je. Ich muss ja nur ein bisschen drehen vielleicht. Hier in diese Truhe. Achso, ich guck mal, was unsere Kissentänzerin so macht. Ach Katze, das wird so nix. Es tut mir ja leid. So, bleib, ja, bleib so, da kann ich wenigstens hier steuern, das ist gut. Ja. Ich glaube, ich nehme den Träger dann mit in den Brummbrumm-Tempel. Ja. Und wir bräuchten noch Knüppel und Lederseile, dass wir, wenn wir da was Nettes finden, dass wir den auch vernünftig abschleppen können. Sind die Schmier kaputt gewesen, oder was? Also, in der Bank ist nur ein heiles und ich kann die auch leider nicht reparieren. Ja, bin ich gerade. Also, wenn du die reparieren kannst. Gerade dabei. Aber wo sind die beiden guten Knüppel? Ah, hier ist einer. Einer fehlt noch irgendwie. Ja, Katze. Das ist das Mikro, Katze. Hat vielleicht hier Horst den? Ja, das kann gut. Ja, Horst hat den. Kann gut sein. Dann bräuchte ich nämlich dann auch noch einen. Dann kann ja Horst auch knüppeln. Mhm. Der Träger könnte auch knüppeln. Ja. Dann brauche ich nur Eisen. Ist armbar. Pack da mal Soll Eisen ich die Eisen rein. Bringen? So. Nicht mehr folgen, Katze. So, jetzt ist die Katze übrigens auf meinem Schoß. Gut. Oh, jetzt hat sie meine Brille. Das Tier darf einfach alles. Sie ist gut verzogen. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. So, ein Knüppel und dann pack da mal Eisen rein. Nee. Wir müssen einen Break machen. Dann machen wir einen Break. Katze wollte nur zur Info, die wollte gerade mit mir kuscheln. Aber ich war ja so ungemütlich und musste ja meinen Arm wegziehen. Dann hat die Katze mit ihrem Kopf so ein bisschen an den Mikro gehauen und nebenbei hat sie mit ihrer Nase auf meine Brille gestupst. Jetzt wisst ihr, ich bin Brillenträger. So, das Geheimnis ist gelüftet. Verdammt, sollte ein Geheimnis bleiben. Dann packe ich die mal ein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Break und dann gehen wir. Was wollen wir am nächsten Mal machen? Ich bin durch. Brummbrumm-Tempel. Brummbrumm, ja genau. Brummbrumm-Tempel. Du wolltest gerne in den Brummbrumm-Tempel. Du hast gesagt, jetzt wo du den Brummbrumm-Tempel siehst, willst du da rein. Es wird auch echt mal Zeit, dass wir da reingehen. Es wird auch Zeit. Gut. Also der Heinrich macht uns jetzt noch Knüppel und so, damit alle Begleiter, die wir mitnehmen, schön knüppeln können. Und dann hoffen wir, dass wir neue Mitarbeiter bekommen. Genau. Und wir haben schon gelernt, wir brauchen nicht unbedingt Kämpfer. Wir brauchen Handwerker. Ja. Habt ihr uns jetzt schon mehrfach drauf aufmerksam gemacht? Ja, und der eine sah halt nicht so. Ich habe das nicht gesehen, dass es ein T4 war. Das sah aus wie normaler. Und dann habe ich einfach gehackt und dann war der tot.
dann war der einfach so. Ja. Puff, tot. Der hat nichts ausgehalten, der Gute. Gut, also. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.